Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Café am Morgen. Falls Sie sich wundern, wie ich heute frisiert bin, dann liegt das an dem heutigen Thema Haarstyling und Haarkunst. Bei mir zu Gast habe ich eingeladen den Friseur und deutschen Meister für Schnitt, Frisur und Farbe, Herr Hakan Yilmaz. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Morgen. Wir haben Sie bei sich im Salon besucht und haben ein paar Bilder, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, wie hektisch es bei Ihnen zugeht, falls Sie es selber nicht wissen. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an, um einen Blick zu bekommen. Gut. Im letzten Bild haben wir Sie jetzt ganz schön gesehen mit dem Titel, den Sie zurzeit tragen. Sie sind deutscher Meister geworden. Genau. Letztes Jahr oder dieses Jahr? Dieses Jahr noch. Ganz dieses aktuell. Jahr schon. Ja, dieses und Jahr ganz was mussten Sie dafür machen? Ich musste eine Frisur erstellen, ich musste eine Farbe erstellen und danach kam halt der Schnitt nochmal. Farbe erstellen heißt, Sie färben bei einem Modell die Haare und genau. Das heißt dann Farbe erstellen. Genau. Herstellen müssen dann Sie die Farbe nicht. Von der Jury bewertet. Bewertet, ja. Wie viele Leute haben daran teilgenommen? Es waren ungefähr über 200 Teilnehmer insgesamt. Und in jedem Fachbereich, ja, dadurch kamen die Besten halt, wurden rausgezählt. Ja, und wie lange geht es? Über wie viele Tage? Also es geht über einen Tag ja. Und am meisten der Vormittag, also fängt sehr früh auch an. Ja, und 8 Uhr geht's los und so gegen 16 Uhr, manchmal dauert es noch ein bisschen länger, bis die Siegerehrung stattfindet, bis 18 Uhr, dann sind wir fertig. Und dann sind Sie auch fertig mit dem Tagwerk, mit alles, oder? Das mit sieht alles. Ja sehr anstrengend aus, was da alles auf Zeit passieren muss, oder? Ja, man hat ein Zeitlimit, diesen Zeitlimit muss man auch einhalten, aber es klappt eigentlich. Also man ist so ein bisschen aufgeregt, man zittert ein bisschen, ja, versucht nicht die Haare zu verschneiden, aber sonst klappt alles sehr gut. Mhm. Gut, Sie haben ja auch die 200 oder die 199 hinter sich gelassen. Genau. Ne? Was hat Sie denn bewogen, Friseur zu werden? Warum haben Sie sich für den Beruf entschieden? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch selber immer stelle, ja, weil angefangen habe ich ja als ganz was anderes früher, ja, als Elektroinstallateur. Und da kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, Mensch, guck mal, ich mache gerade Friseurin und willst du mal nicht reinschnuppern? Und dann kam es dazu, dass ich mal ein bisschen reingeschnuppert habe und da habe ich gesagt, Mensch, da liegt doch ein bisschen Hand bei mir. Und dann versuche ich es mal. Sie sind einfach mitgekommen oder haben gesagt, Sie machen jetzt auch mal die Ausbildung? Ich bin jetzt einmal mitgekommen, habe einen Probetag gemacht. Ja, und in diesem Probetag hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt meine Lehre als Friseur an. Und wie lange sind Sie jetzt Friseur? Jetzt bin ich knapp 23 Jahre schon im Beruf. Das ist natürlich eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit, ja. Machen Sie noch andere Arbeiten außer Haare frisieren oder das ist Ihr Hauptberuf, ne? Sie sind in Ihrem Salon? Ist mein Hauptberuf, aber nebenbei machen wir auch was anderes. Nebenbei bauen wir auch Salons auf. Ja. Ich habe eine kleine Firma noch nebenbei laufen, wo wir Konzeptentwicklung für kleine Unternehmen, die gerade ein bisschen Probleme und Schwäche haben. Und da entwickeln wir halt ganz neue Ideen und bauen die auch ein bisschen auf. Noch ein Nebenjob. Noch ein Nebenjob dazu. Noch ein Nebenhobby. Sie haben ja jetzt an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen. An was für anderen Meisterschaften haben Sie teilgenommen? Es ist ja bei Ihnen nicht das erste Mal. Sie sind ja ganz gut im Training, sage ich mal. Ne? Genau. Also ich Preisfrisieren mache ich schon seit 20 Jahren. Preisfrisieren ist die hohe Kunst des Friseurs, sage ich mal. Ja? Wie es zum Beispiel so Racing-Auto-Rennen gibt, ist das wie eine Formel 1. Und es gibt internationale, auch nationale Frisieren. Also man startet natürlich erstmal im eigenen Land und guckt, dass man einen Landesmeistertitel oder einen deutschen Meistertitel kriegt, damit man halt international auch ein bisschen Erfolg hat. Und habe natürlich auch viel international gemacht, habe auch große Erfolge gehabt, Norwegen, Griechenland, Riga. Also sind Sie dann auch norwegischer Meister? Nein, leider nicht, da ich ja nicht aus Norwegen komme, aber 2 Silbermedaillen, 1 Goldmedaille hat mir auch gereicht. Und das heißt, Sie gehen mit Ihrem deutschen Meistertitel weiter zu internationalen Wettkämpfen. Genau. Haben Sie den schon hinter sich jetzt? Oder, nee, den habe ich, der kommt jetzt noch. Also Planung ist ja demnächst jetzt nochmal Paris, die Europameisterschaft. Und dann kommt natürlich die WM in Frankfurt, die Weltmeisterschaft. Und dazwischen sind natürlich viele kleine andere Wettbewerbe, die man natürlich international besetzen muss, damit man auch
da ein bisschen Erfahrung sammelt, guckt, was die anderen Länder anzubieten haben und was die anderen Länder zu machen haben. Und dann macht man halt, versucht man besser zu werden, zu gewinnen. Sind die Haarstylisten der unterschiedlichen Länder sehr unterschiedlich in der Mode? Frisieren die alle anders oder gibt es so eine internationale, ja, so einen internationalen Look, den alle gleich machen? Es gibt einen internationalen Look und nach diesem internationalen Look müssen wir auch gehen. Ja? Mhm. Hier in Deutschland wird es ja vom Zentralverband hergestellt, die Frisur, die Technik, die Mode. Und nach dieser Mode müssen wir natürlich folgen. Das heißt, die Mode ist da und was wir daraus machen, ist unsere Kunst. Sei es um die Kreativität der Frisur, der Haarschnitt, die Haarfarbe, wie kreativ man in Haarfarbe war, ich die Frisur gestaltet. Also so ganz kleine Sachen, aber die dann in den Topf gehören und daraus entsteht dann die Frisur. Was haben Sie denn bei mir auf dem Kopf gemacht? Sie haben meine Haare gestylt, aber es ist ja nicht die normale Hochsteckfrisur, die man jetzt so kennt. Ne? Ich sage immer, das ist so meine Laufstegfrisur. Ja? Das ist so ganz kurz gefasst, klein gehalten, ohne viel zu machen, vielleicht ein bisschen Asymmetrie reingebracht. Also wenig Zeitaufwand, aber es muss auch gut aussehen, weil in so einem Modebusiness müssen die Friseure sehr schnell arbeiten, damit sie auch mehrere Frisuren hintereinander erstellen können. Und so sieht immer gut aus. Klein gehalten, modisch. Passt zu jedem Typ? Passt zu jedem Typ. Ein paar Locken da, ein paar bisschen nach hinten gekämmt, ist okay. Und stellen Sie sich dann auch vor, was die Leute dazu tragen, dann eventuell auf dem Laufsteg oder ist das wieder eine ganz andere Sparte? Also was wäre jetzt die klassische Kleidung, die zu der Frisur passt? Es ist ja so, dass viele Designer, sage ich mal, die haben ihre eigene Modelinie und nach dieser Modelinie wollen sie immer kurz gestylte Frisuren, schlichte Frisuren, ja, nicht Großartiges. Und da sind auch die ganzen Modelle halt immer gleich frisiert. Ja. Und dann gehen sie einfach durch den Laufsteg und gucken, dass sie auch das Beste daraus machen. Und dass die Frisur hält. Und dass die Frisur natürlich. Wie viele Preise haben Sie denn bisher gewonnen, wenn Sie seit 20 Jahren in dem Geschäft sind? Früher war ich ja sehr geizig, war ja jedes Wochenende unterwegs und habe gesagt, nee, den muss ich noch haben, den muss ich noch haben. Also insgesamt habe ich jetzt eine Sammlung von 240 Pokalen. Und wow. Knapp 40 Medaillen und ein paar Teller, die noch bei mir rumfliegen. Und also kleine Sachen auch dabei. Und wo lagern Sie das? Tja, zurzeit ist mein Wohnzimmer schon zu voll. Und jetzt habe ich die halt in kleineren Bereichen mal sortiert, wo die aufbewahrt werden. Also, weil viel Platz braucht man dafür. Das ist ja auch so, die muss man auch jedes Mal pflegen, sauber machen. Das ist ja auch viel zeitaufwendig. Gerade wenn man dann im Salon arbeitet, ist die Zeit nicht so da, wie man sich wünscht. Ja. Was bedeuten denn die Preise in der Friseurszene? Es macht ja auch nicht jeder Friseur diese Wettbewerbe mit. Ne? Warum ist Ihnen das so wichtig, dass Sie da teilnehmen? Der Preis ist eine ganz wichtige Sache, für man, nicht nur für sich selber, sondern auch für den Salon, ja, für die Kunden. Dass man denen auch mal beweist, hier ist ein Friseur, der was kann. Ja? Und da wir in Deutschland so wenig gute Friseure haben, dafür Masse von Friseuren haben, gibt es natürlich auch wenige, die an dieser Sache teilnehmen, weil die Aufgaben sind immer schwer. Ja? Also man muss sich auch dazu bewegen und zu sagen, ja, komm, ich mach das mal mit, ich versuche mein Glück. Ja? Und das schafft leider nicht jeder. Und deshalb gibt es dann die Teilnehmer, die sich das auch trauen, wo die sagen, ich gehe jetzt hin, will Deutscher Meister werden, die gerade auch talentiert sind. Ja? Talent gehört ja saumäßig dazu. Ja? Das ist einer der wichtigsten Punkte gerade bei uns. Und die Kreativität und die besten gewinnen halt. Und die besten gewinnen. Aber es ist doch schon so, dass man sehr wenig Zeit hat und sehr unter Druck arbeiten muss bei den Wettkämpfen, oder? Genau, also wenn dieser Tag da ist, ja, dieser Wettbewerbstag, hat man natürlich diesen Zeitdruck. Ja? Also man muss für den Haarschnitt muss man 15 Minuten muss man einen Haarschnitt erstellen. 50 oder? 15. Ja. 15? 15 Minuten. 15 Minuten muss man eine Frisur erstellen. Und bei der Farbe wird ungefähr 30 bis 40 Minuten nochmal dazukommen. Also es ist alles so ein bisschen im Limit. Ja? Und, aber es ist möglich. Also wenn man dann in Fahrt ist, ja, wenn die erste Stufe fertig ist, dann geht das ganz leicht. Also man ist, die Aufregung ist nicht mehr da. Man kommt ein bisschen in Ruhe. Ein bisschen Smalltalk auch auf dem Laufsteg dann stattfindet. Und das ist alles eine ganz gute Sache. Mhm. Wie ist es denn bei Ihnen im Salon? Sie haben einen Salon in Offenbach. Wenn jetzt ein Kunde zu Ihnen kommt, die wollen ja wahrscheinlich nicht immer so eine ausgefallene Laufstegfrisur, wie ich sie jetzt habe. Was wird danach gefragt? Doch die klassischen Dinge immer mehr ausgefallen oder was sind da so Ihre Erfahrungen? Meine Erfahrung ist,
dass die Kunden sich nicht trauen, viel zu machen. Das ist ja am meisten das Problem, weil wir Friseure, wir versuchen auch den Kunden nicht das beizubringen, wo wir mal sagen, hey, komm, trau dich mal, mach mal was anderes. Ja? Deshalb wurde mir schon oft gesagt gleich, beim Friseur, wurde mir schon oft gesagt, wir machen die Haare ab, wir schneiden sie ab. Das ist aber auch toll. Also man muss sich auch natürlich auch dazu bewegen und zu sagen, okay, ich mache mal was Neues. Ja? Wenn ich 20 Jahre die gleiche Frisur getragen habe, muss ich auch mal Mut fassen und zu sagen, komm, jetzt wird es mal Zeit. Ja? Also ich will eine neue Farbe, ich will eine neue Frisur. Ja? Trauen, Mut, das fehlt noch ein bisschen an Kunden. Daran arbeiten wir, weil wir jedes Mal wollen auch, dass die Kunden mal ganz anders gestylt sind, mit neuen Ideen, selber auch mal rüberkommen, auch zu Hause mal ein bisschen mehr zu machen. Tja. Macht ja auch Spaß, ne? Mit einer neuen Frisur hat man ist auch gleich Sache. So ein bisschen macht so einen neuen Schwung. Ne? Ja, ja, ist so. Und was ist zurzeit sehr im Trend bei den Frisuren, bei den Haarschnitten, bei den Farben? Wir gehen jetzt gerade in Richtung Frühling, Sommer. Es sind natürlich mehr hellere Farben, wärmere Töne, ja? Streheneffekte, ja? Ein bisschen im helleren Bereich mehr zu arbeiten. Vielleicht auch mal im Rotbereich. Es sind auch tolle Farben. Der Trend geht mir heutzutage so ein bisschen, obwohl sich ja jahrelang im Trend eigentlich nichts geändert hat. Ja, das sind immer so Kleinigkeiten. Ja. Der Bob ist ja immer noch gefragt, der klassische Bob. Ja. Mhm. Und als Kurzhaarfrisuren, ja, Langhaarfrisuren werden nie viel sich ändern, weil lange Haare sind immer schwer, Form reinzubringen, weil doch man immer im gleichen Pfad kommt, immer das Gleiche wieder trägt. Also Trend ist einfach, was man heutzutage auf der Straße sieht, nur in einer verbesserten Form, sage ich immer. Ja, ein bisschen gestylter und strähniger, ja, und also Kleinigkeiten. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein Hollywood-Star oder also Victoria Beckham oder Heidi Klum oder diese neue Zooey Deschanel, wenn die ihre Haare neu schneiden oder einen Schnitt haben, dann geht er durch die Mengen und dann haben alle einen Bob. Erleben Sie das auch bei sich im Salon? Das erleben wir auch sehr doll im Salon, gerade wo wir auch diese Modemagazine auf den Tischen haben. Ja. Da passiert natürlich eins, Mensch, der hat ja einen tollen Haarschnitt, ja? Den will ich auch haben. Ja? Was die Mode, was diese Zeitschriften zeigen, gerade von Stars, ja, wollen die Leute natürlich auch tragen. Ja? Und das bewegt sie auch dazu, ja, wo viele Nachfragen dann kommen. Vom Bäcker möchte ich mal den Haarschnitt von, ne? Und halt solche Sachen. Also sowas haben wir jeden Tag. Und sowas haben wir jeden Tag auch zu tun. Und es ist auch leicht umsetzbar? Oder verlangen viele Leute auch was, was mit ihren Haaren gar nicht möglich ist? Manchmal haben wir da Grenzen. Ja? Wir haben die Möglichkeit, nicht mehr zu machen. Aber wir versuchen, dass wir die Kundin wirklich an dem Tag auch sehr zufriedenzustellen haben und dass sie auch so rauskommt, wie sie sich das dann auch wünscht. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, der Trend hat sich in den letzten Jahren gar nicht so verändert. Das sind immer nur Kleinigkeiten. Wie ist es denn, der Trend, der früher dann doch anders war in den 50er, 60er, 70er Jahren, kommt er wieder, wiederholt sich das alles in einem gewissen Abstand? Es wiederholt sich definitiv. Was sich nur so leicht ändert, sind einfach, früher gab es diese topierten Frisuren, dieses aufgepuschte. Man trägt es heute viel kleiner. Die Frisuren werden klein gehalten. Kleinere, die Haarschnitte werden auch ein bisschen anders, die Konturen werden mehr zur Geltung gebracht. Und das sind so diese kleinen, was ich auch vorhin gesagt habe, diese kleinen Veränderungen, ja, was natürlich auch viel, viel ausmacht wieder. Mhm. Kreieren Sie Ihre Frisuren selbst, also was Sie jetzt hier auf meinem Kopf gemacht haben, machen Sie das selbst oder lassen Sie sich inspirieren von anderen Friseuren? Wie kommt es zu den Ergebnissen dann? Von anderen Friseuren lasse ich mich nicht inspirieren. Das sind so meine kreativen Ideen, was eigentlich jeder haben sollte als Friseur oder als Hairstylist. Ganz wichtig ist, wenn ich Haare habe und sehe, Mensch, daraus mache ich mal was anderes, ja, was nicht jeder hat. Ja. Es ist eine Sache, was jeder eigentlich so in sich hat, und was so ein bisschen rauskommen sollte, ein bisschen kreativer zu werden. Haben Sie Vorbilder, die Sie inspirieren? Ja, mein Vorbilder gibt es leider nur einen und das ist mein ganz alter Chef. Der hat mich ja auch dazu bewegt damals, dass ich dieses Preisfrisieren mache, dass ich mich halt in meinem Job entwickle, Herr Plaschke. Auch ein sehr gefragter Friseur aus Hannover und tja, das ist immer so mein Vorbild gewesen und wie er auch gerade mit seinen Mitarbeitern immer umgegangen ist. Ich habe mir das immer gewünscht, dass ich das genauso gleich mache und ich hoffe natürlich, dass meine Mitarbeiter auch mit mir sehr zufrieden sind. Habe natürlich auch viel mit jungen Leuten zu tun und
Die brauchen jeden Tag Motivation. Und das ist immer so eine tolle Sache, wenn man sieht, wenn sie lachend in den Laden reinkommen, ja, und abends den Laden verlassen, auch mit Lachen. Die meisten, die zu Ihnen kommen, sind ja gerade mal 16 oder so, ne, die Ausbildung beginnen. 16, heute ist es schon ein bisschen unterschiedlicher geworden. Also früher hat man ja mit 16 schon seine Ausbildung angefangen. Mhm. Wir haben auch natürlich Fälle, wo schon über 20, ja, also so in dem Alter haben wir auch. Und die Möglichkeiten sollten wir auch anbieten, ja, dass sie auch in einem gewissen Alter ihre Ausbildung machen. Hauptsache man will es. Mhm. Gibt es bei Ihnen Kunden, die sagen, ich möchte nur zum Chef, ich möchte nur zum Herrn Yilmaz, weil die Handschrift seiner Frisuren kann niemand anders in dem Salon? Das gibt's auch, ja. Das gibt's eigentlich zu viel schon. Ja. Und, aber ich gucke immer, dass ich auch mal meinen Kunden den Ratschlag gebe, komm, geh mal zu meinem Kollegen mal, der kann es genauso, weil sonst hat einer immer viel zu tun, ja, und man soll ja auch mal tauschen im Salon, sage ich. Dass auch meine Leute, meine Fachkräfte halt auch mal Frisuren machen. Aber man erkennt schon, ob sie einen Haarschnitt gemacht haben oder das komplette Haarstyling, ja, mit Färben, Schneiden, Föhnen oder wenn es jemand anders gemacht hat bei Ihnen im Salon. Das sieht man schon. Also das sind ja auch so diese langjährigen Erfahrungen dann, die man selber hat. Ja. Und wenn man sie umsetzt, glaube ich nicht, dass ein Dreijähriger, der gerade in 3 Jahren seine Gesellenprüfung hat, auch nicht das Gleiche machen kann. Also da muss man wieder sehr talentiert sein und so. Es sind einfach die Jahre, die einem dann diese Erfahrung bringen. Jetzt kommt in mein Haar ja relativ viel rein, wenn ich so eine Frisur habe. Ne? Also ich habe einmal Shampoo, dann habe ich danach Pflegeprodukte, dann Hitzeschutz, dann Haarspray. Was ist denn daran besonders schädlich für die Haare? Oder sagt man, das ist... geht alles. Lockenstab wurde auch benutzt, ja, Wärme kam auch dran. Gibt es da irgendwas, von dem Sie sagen, naja, man kann das mal machen, aber generell sollte man vorsichtig sein oder nicht zu viel davon benutzen? Man muss gucken, dass man es nicht öfters macht. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Produkte, die man für das Haar nimmt. Ja, weil es ist doch ein Riesenunterschied, was kriege ich vom Salon und was kriege ich von der Drogerie. Ja? Und es sind sehr viele Faktoren, was viel ausmacht. Gerade im Salon wird man besser beraten. Erstmal das. Und man kriegt auch die Tipps, wie man auch diese Produkte anwendet. Weil am meisten werden die Produkte auch falsch angewendet, sodass es dann auch Probleme entstehen mit den Haaren. Ja? Dass zu viel genommen wird oftmals. Dass zu viel genommen wird. Man muss auch mal gucken, dass man immer eine gleiche Serie behält, nicht andauernd die Produkte wechselt, was natürlich viele machen. Und dann sind immer dann auch diese negativen Enttäuschungen von den Kunden, wo sie sagen, Mensch, das doch ist noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man muss immer dabei bleiben, auch das Produkt nehmen, was angeboten wurde oder beraten wurde. Und dann kommt man auch zu seinem Ziel, was man haben will als Kunde. Es heißt, oder ich habe es mal gehört, wenn man die Shampoos wechselt, wäre das für den Kopf auch besonders gut, weil er immer wieder anders angeregt wird, zum Beispiel von den Produkten. Ist das so, dass man vielleicht auch 2 Serien haben sollte, wo man wechselt? Ist auch so. Was ich immer rate, sind immer 2 Produkte, gerade wenn es ein gefärbtes Haar ist oder ein voluminöses Haar, was keinen Glanz hat. Ja? Sind immer gefragt, 2 Produkte, 1 für Volumen, dass das Haar mehr Volumen hat oder mehr Glanz hat und auch mal ein ganz normales Shampoo, was man dann auch mal ein bisschen alltäglich benutzen kann. Manchmal sind Produkte, die zu viel Pflege haben, fürs Haar auch nicht gut. Dann sackt das Haar runter, es hat dann zu viel Wirkstoffe, was dann auch nicht wieder gut ist. Ja. Mhm. Also das sollte man ein bisschen mischen. Bisschen Abwechslung reinbringen. Genau, Abwechslung. Wir sprechen gleich weiter darüber. Wir machen eine kurze Werbepause und danach kommt ja auch Ihre Geschäftspartnerin, Frau Sanners, die Sie frisieren werden. Also Sie sehen gleich noch mehr Haarkunst als auf meinem Kopf. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zum 2. Teil von Café am Morgen. Heute sprechen wir über Haarkunst. Was Sie bei mir auf dem Kopf sehen, ist eine Laufstegfrisur zum Beispiel. Herr Yilmaz hat seine Geschäftspartnerin Frau Sanners mitgebracht, mit der er zusammen im Friseursalon arbeitet. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und jetzt im 2. Teil werden Sie ja die Haare von Frau Sanners frisieren. Ne? Genau. Ich möchte aber noch mal kurz gerne über den Preis sprechen. Sie sind ja dieses Jahr Deutscher Meister schon geworden. Wie oft waren Sie schon Deutscher Meister? 2-mal war ich Deutscher Meister. 2-mal. Und sieht der Preis immer so aus oder ist das was Spezielles? Nee, das hat sich diesmal ganz geändert. Früher gab es ja diese großen Pötte. Ja, so richtige Pokale, die man auch kennt. Ja. Aber diesmal haben sie sich was ausfallen lassen und
sieht auch cool aus. Ja, ist ein das war was, wirklich was anderes. Ja. Und haben Sie den jetzt bei sich im Salon stehen, weil es der aktuellste und... Genau, die aktuellen stehen immer im Salon. Ja. Und der letzte war 2008 und der steht genau da, wo er stehen soll, vor der Kasse. Wo jeder ihn auch sieht. Wo jeder ihn sieht. Frau Sanners, seit Herr Yilmaz bei Ihnen arbeitet, hat sich da irgendwas bei Ihnen im Salon verändert? Ja, also kann man sehen, vorher und nachher. Weil jetzt haben Sie ja einen prominenten Starfriseur, den deutschen Meister, bei sich im Salon, ja, oder? Also freut mich sehr, das Hakan bei uns zu haben. Ja. Ich bin so glücklich. Frau Sanners, wie sind Sie denn zu Ihrem Friseursalon gekommen? Das war kein geplantes Projekt von mir, ja, sondern mein Mann. Da mein Mann natürlich weiß, wie ich sehr auf Beauty interessiert bin. Ja. Und einfach war eine tolle Überraschung von meinem Mann. Das heißt, Ihr Mann hat Ihnen den Salon einfach geschenkt, ohne dass Sie was davon wussten? Genau so. Ja, schön. Seit wann haben Sie den Salon? Fast ein Jahr. Fast. Fast ein Jahr, also ganz frisch. Und Herr Yilmaz ist jetzt, seit 4 Monaten sind Sie beieinander, ne? Und ja, arbeiten miteinander. Frau Sanners, wie sind Sie denn zu der Zusammenarbeit mit Herrn Yilmaz gekommen? Wir sind sehr gute Freunde. Mhm. Natürlich. Und ja, fast 4 Monate Hakan ist in meinem, wir arbeiten zusammen und ich bin sehr glücklich, das Hakan in meinem Laden zu haben. Ja, ja, so ein deutscher Meister, genau. Genau. Ja, ja, ein deutscher Meister, ja. Ein deutscher Meister und genau, einen guten Friseur, beides. Genau, ne? Ja. Jetzt würde ich gerne sehen, ich bin ganz gespannt, was Sie aus den schönen langen Haaren von Frau Sanners machen. Sie dürfen gerne anfangen mit der Frisur, ja. Ich bin gespannt, ob Sie dann auch so aussehen wie ich oder ganz anders. Gut, dann lege ich mal los. Ja, genau. Frau Sanners, Sie wissen selber nicht, was er macht mit Ihren Haaren, oder? Ja, nein. Sie sind gespannt, Sie haben ja viele Haare. Kommt es öfter vor, dass Herr Yilmaz Ihnen die Haare frisiert? Ja, ja, also jede 2 Tage. Ach, wie schön. Ja. Das ist ein Luxus. Herr Yilmaz, wie kommen Sie jetzt zu der Frisur? Sie fangen einfach an und schauen dann, wie es kommt? Oder haben Sie schon ein Ergebnis im Kopf? Oder? Also bei mir ist es immer so, ich entscheide immer auf dem Kopf. Und auf dem Kopf? Auf dem Kopf. Und wenn ich schon mal was anfange, dann gucke ich, oh, das sieht gut aus, dann lasse ich es auch sein. Und haben Sie dann oft? Höre ich auf. Haben Sie oft das Glück, dass die Kunden zu Ihnen kommen und Sie einfach dann machen dürfen, wie jetzt? Also gerade bei diesen Hochsteckfrisuren oder? Das gibt's auch. Also gerade in Hochsteckbereichen habe ich ja auch einen sehr guten Fachmann. Ja? Und da lassen wir unsere eigene Kreativität austoben. Und das mögen die Kunden auch. Und dann sagen wir auch, Mensch, gut, ich krieg das, was ich nicht in diesem Buch habe, ja? Sondern mal wirklich mal was ganz Außergewöhnliches. Und darauf liegen wir natürlich auch viel Wert. Man hat ja auch selber gar nicht so einen Erfahrungsschatz, was für Hochsteckfrisuren es alles gibt. Genau. Gerade gibt jetzt ja, bei den modernen. Es gibt tausende Sachen, was man in Büchern hat. Ja, tolle Ideen. Und natürlich wir Friseure schnappen uns auch die Ideen von den Büchern ein bisschen. So ist es nicht. Wir klauen uns sie und machen daraus halt ein bisschen mehr, als es ist. Was benutzen Sie da jetzt, um die Locken zu machen? Was ist das für ein Stab? Das ist ein großer Curler. Ja. Ein das großer ist ein Lockenstab. Curler. Und durch die Hitze entstehen ja tolle Locken. Die kann man natürlich so haben, wie man es gerne möchte. Und ist das schädlich für die Haare oder kann man das täglich benutzen? Täglich sollte man das nicht benutzen. Ich bin mir auch sicher, dass die Zeit auch bei vielen nicht da ist. Ja. Aber wenn man halt mal einen Ausgang haben möchte, raus, mal auf so eine Party, kann man so ganz leichte Locken machen. Und tolle kleine Veränderungen gerade, die viel ausmachen. Tja, sowas kriegt man dann hin. Diesen großen Curler benutzt man aber nur bei trockenen Haaren, oder? Mit nassen bei Haaren? Bei trockenen Haaren. Bei nassen Haaren würden die Haare sehr trocken sein, weil es ist ja reine Hitze. Ja, und, auf nasses Haar ist es nicht so ganz angenehm. Und jetzt, was haben Sie jetzt genommen? Haben Sie Haarspray? Ich habe jetzt ein bisschen Haarspray genommen, damit ja, ich das Ganze auch ein bisschen fixiere. Und da fallen die Locken natürlich auch sehr einzeln. Schön. Das sind jetzt kleine Veränderungen, die ich hier vornehme. Nichts Großartiges.
Es ist jetzt so ähnlich eigentlich wie bei Ihrem Wettbewerb. Ne? Sie steht ein bisschen unter Zeitdruck, es muss am Ende gut aussehen. Genau. Das sind Sie ja gewöhnt. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal, ja. Immer wieder gewöhnt. Und Haarspray enthält aber noch keinen Hitzeschutz, oder? Den Nein. muss man selbst vorher noch. Der Hitzeschutz noch ist ja dafür da, dass die Haare nicht so trocken werden. Mhm. Noch eine gewisse Feuchtigkeit im Haar drinnen bleibt. Das ist ein Schutz, wie wenn man die Hemd bügelt, ja, und dann macht man so ein Spray drauf, ja, und das Hemd nicht so, nicht so dunkel wird durch die Hitze. Das Aha. ist genau das gleiche. Dieses Bügelspray, meinst du? Genau, dieses Bügelspray. Aha, ich sehe, bei Ihnen geht es schon anders los. Frau Sonners, bei mir hat er nur an einer Seite gelockt. Ja? Sie kriegt beide Seiten gelockt. Sie bekommen beide Seiten gelockt. Aber so ausgefallene Frisur macht ja jemand mir jetzt nicht alle zwei Tage, oder? Ja. Doch, ja? Also, ich mag sehr mit meinen Haaren jeden Tag eigentlich, aber natürlich keine Zeit immer alleine zu machen, deswegen Haken. Macht schon. Sanas hat ja auch tolle Haare, ja, und aus ihren Haaren kann man natürlich auch viel machen, da ja. sie auch so biegsam sind, wie man sie haben möchte. Ja. Das ist natürlich auch so eine ganz entscheidende Sache. Dass man halt manchmal so leichte Haare hat, ja, die man dann selber formen kann. Meinen Sie, mit dünnen Haaren geht es nicht so gut oder wie? Oder was geht auch genauso. Geht auch. Also so ist es nicht. Aber es ist so, wir bewegen uns gerade so nicht im dünnen Bereich, nicht zu viel. Genau das Optimale. Oder? Mit vielen Haaren hat man natürlich ein bisschen mehr zu kämpfen. Das ist richtig. Aber gut, als guter Friseur ist es eigentlich kein Problem, oder? Auch mit vielen Haaren, oder? Nein, ist kein Problem. Es dauert dann manchmal ein bisschen länger, aber sonst geht's. Sie machen jetzt nur im oberen Kopfbereich Locken, oder? Die genau, unteren, die wuscheln sich dann ein bisschen auf. Ob Sie die unteren einfach so glatt lassen? Wir werden sehen. Haben Sie das Endergebnis jetzt schon vor Augen? Ja. Ich muss Sie immer wieder fragen, ja. Das, ja? was Sie auch von den restlichen Haaren machen, die ja? gerade so glatt hängen. Sie wissen schon, wo Sie gleich weitermachen, wenn Sie diese Locke gemacht haben. Ideen entstehen wirklich, wenn man, als guter Friseur entstehen die wirklich, wenn man am Kopf direkt ist. Mhm. Sag ich immer. Mhm. Früher haben meine Trainer mal gesagt, Mensch, Hager, beim Training bist du immer so schlecht, ja, wenn du mal anfängst zu föhnen und anfängst zu üben. Aber wenn man auf dem Steg ist und wirklich die Haare dann so hat, ja, gefärbt und alles drum dran, dann kommen immer so tolle Ideen. Man ist motivierter, ja, und dann hat man auch ein bisschen Power, kann man auch tolle Sachen erstellen. Wie lange trainieren Sie für einen Wettkampf? Diesmal habe ich leider nicht so viel trainiert. Für die deutsche Meisterschaft? Für die deutsche Meisterschaft. Da bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte eine Woche vorher mein Modell gefunden und da haben wir halt ein bisschen geübt und das war's. Also, was für ein Model haben Sie sich da ausgesucht? Ich habe einen jungen Mann auch ausgesucht, der gut aussah. Ja, 1,80 Meter, gute Ausstrahlung, tolle Haare. Tja, lange Haare? Oder lange Haare. Lange und Haare? Aus den langen Haaren haben wir kurze Haare gemacht. Was natürlich gefragt war. Und ja, dann haben wir uns den Titel geholt. Und ihm hat es gefallen? Ihm hat es sehr gut ja. gefallen. Also, der war ja auch begeistert, gleich am ersten Tag auch den Titel zu bekommen mit mir. Also, da hat er sich auch schon gewundert. Mit seinen Haaren dann auch, ne? Ist ja. natürlich für ihn auch eine Ehre, haben Sie gut ausgewählt, ja. Und was haben Sie bei den letzten deutschen Meisterschaften, Sie haben das ja zweimal gewonnen, was haben Sie das letzte Mal gemacht, als Sie den Preis gewonnen haben? Da habe ich auch genau das Gleiche gemacht. Die Zeit, die hat auch dieses Preis für Sie auch ein bisschen geändert. Früher hat man mehr artistische Frisuren gehabt. Artistische Frisuren sind sehr mehr Kreativität, Sauberkeit viel gefragt. Und heutzutage ist mehr der Trend, ja, was man wirklich draußen sieht oder im Fernsehen sieht, mehr in dem Bereich ist es heutzutage gefragt. Also die Zeiten haben sich geändert, auch die Frisur. Mhm. Sie machen die Frisur jetzt so in 10 Minuten. Wie lange nehmen Sie sich Zeit in Ihrem Salon? Im Salon nehme ich mir genauso viel Zeit, wo ich die Kundin nicht unter irgendwie einen Stress setze, weil die Kundin will ja immer auch eine gute Dienstleistung haben. Deswegen lasse ich mir viel Zeit, viele Gespräche und dann kommen wir auch zu einem Entschluss. Aber wenn ich es auf schnell mache, sind wir dann
speisen wir die Kunden einfach ab. Das soll ja auch nicht sein. Das ist auch nicht unser Wunsch. Unser Ziel ist es auch nicht. Es ist ja immer noch ein Erlebnis, zum Frühjahr zu gehen, heute wie früher. Für mich ist es nach 23 Jahren immer ein Erlebnis, morgens auch selber in den Salon zu gehen. Ja. Jeden Tag ist es eine Herausforderung. Und das ist auch das Schönste an der ganzen Geschichte. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, wir sind schon bald am Ende der Frisur, oder? So wie Sie das Haarspray benutzen. Da habe ich mir sogar den Kamm als Hilfe mal genommen hier. Der Kamm bleibt jetzt drin und hält die Frisur am Hinterkopf? So sieht es aus. Ja, so sieht's der aus. Ist versteckt. Der den sieht man nicht. Das sind auch so Sachen, was man auch zu Hause machen kann. Wenn man gewisse Sachen nicht hat, ja, kann man mit verschiedenen Hilfen, ja, von Kleinigkeiten immer was zaubern. Improvisieren. Blumen, ja. Pflanzen, die kann man ein bisschen reinsetzen. Ja, also man hat zu Hause viele Möglichkeiten. Was ich sage immer, früher habe ich aber im Salon, wo ich vorher mal war, hatten wir so einen kleinen Garten, da habe ich immer die besten Sachen rausgepflückt und gleich in die Haare reingemacht. So. Ich würde es gerne mal von hinten sehen, von allen Seiten. Tja, dreh dich mal um, Sanas. Aha, interessant, hinten so ein bisschen leicht hochgesteckt an der Seite, halt ein bisschen größer die Frisur. Schön, ja, vorne sehr extravagant, ne? Ist halt ein bisschen was anderes. Frau Sanas, wie gefällt Ihnen die Frisur? Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, sehr danke. Vielen Dank. Bitte schön, Sanas. Ist schön geworden, sehr außergewöhnlich. Ich bin begeistert, wie ich sage jetzt mal, ich möchte Sie nicht verletzen, aber ich sage jetzt mal, wie einfach man aus seinen Haaren was besonders Tolles zaubern kann, oder? So muss es sein. Denke ich. Genau so ist es auch. Genau so ist es. Vielen Dank, dass Sie beide da waren und für diese interessanten Frisuren und diese neuen Einblicke. Frau Sanas, alles Gute weiterhin für Ihren Salon. Herr Jimmers, ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, besonders bei den internationalen Wettkämpfen, vielen die Dank. Jetzt auf Sie warten. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen für sich zu Hause, was Sie vielleicht selber mal ausprobieren, sich einseitig die Haare einfach zu locken und hochzumachen, dann hat man schon eine Laufstegfrisur. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, die Sie uns gerne schreiben möchten, dann können Sie das gerne tun an caféammorgen@ebrutv.eu. Vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.